Vergrößern, Verkleinern. Marcel Kittel musste sich bei der Kalifornien-Rundfahrt geschlagen geben. Urheberrecht Getty Image. Steilen bitterne Mail-Kommentare. Marcel Kittel verpasst beim Auftakt der Kalifornien-Rundfahrt das Podium um Haaresbreite. Der 30-Jährige gibt sich hinterher selbstkritisch. Marcel Kittel hat bei der Kalifornien-Rundfahrt den Auftaktsieg knapp verpasst. Der 30-Jährige aus dem Team Katusha Alperzin wurde im Zielsprint der ersten Etappe in Long Beach 134,5 Kilometer Vierter. Den Sieg holte sich Fernando Gaviria, Quickstep Floss, aus Kolumbien vor dem Australier Caleb Ewan, mit Shelton Scott und dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan, Bora Hansgrohe. Der 24-jährige Max Walscheid, Team Sunweb, Neuwied, überfuhr die Ziellinie als Achter. Ich habe einen großen Fehler gemacht, indem ich Rick Zabel auf den letzten 350 Metern nicht direkt gefolgt bin, schrieb Kittel über den Zielsprint der ersten Etappe bei Twitter. Ich wurde dann eingekesselt und muss mit dem vierten Platz zufrieden sein. Die Beine und der Speed waren da. Auf dem zweiten Teilstück von Ventura zur Gibraltar Route 157 Kilometer sind die Bergspezialisten gefordert. Die Bergankunft zählt zur höchsten Kategorie und gilt als anspruchsvollster Anstieg des Rennens. Die Kalifornien-Rundfahrt dient als Vorbereitung zur Tour de France 7 bis 29. Juli. Teilen Viterne Mail-Kommentare.